Am Flughafen in Singapur, am Changi Airport, gibt es ja diverse Priority Pass Lounges und ich habe mir mal diese zwei Mahaba Lounges rausgesucht. Die gibt es ja zwei bei T3 und es gibt auch zwei bei T2. Und diese eine, darauf muss man achten, das ist das Geheimnis am Changi, wenn man Priority Pass hat. Man muss in die gehen bei T2, wo auch Japan Airlines abfliegt. Denn nur die ist schön groß und die hat eine gute Qualität. Alle anderen Mahaba-Lounges, T3 und was weiß ich nicht wo, sind so unterirdisch schlecht. Das habe ich ja schon letztes Mal woanders festgestellt. Das war, glaube ich, in Dubai. Also auch so schlecht, so unterirdisch, dass man sagt, die haben, wenn man überlegt, dass die eigentlich einen guten Personal Assistance Service haben, sind die im Lounge-Bereich unglaublich schlecht. Unterirdisch. Und T3 war so mies, so schlechte Ware dort gesehen, auch so schmutzig alles und so down under, dass man wirklich denkt, das kann gar nicht wahr sein, dass man dafür auch noch 30 Euro ausgibt. Also als Priority Pass-Inhaber ist das alles noch machbar. Aber dass man dafür so viel Geld bezahlen müsste und dann so eine schlechte Leistung bekommt. Also deswegen ist es wichtig, dass ihr das wisst. Wer eine Lounge am Changi Airport besucht, ich habe ja mehrere Videos schon gemacht, der geht, wenn er unbedingt in eine Mahaba Lounge will, in die in T2 und zwar da, wo Japan Airlines abfliegt. Nur diese Lounge ist wirklich besuchenswert oder auch, wenn man Geld ausgibt, da kann man 30 Euro da lassen oder 30 Dollar. Aber alle anderen Lounges im Mahaba-Bereich sind absolut schlecht und deswegen ein absolutes No-Go.